Die Juden fordern Zeichen. Die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Mit diesen Worten grüße ich euch auch alle ganz herzlich an diesem Karfreitag. Und wir wollen uns auf Gottes Wort konzentrieren. Warum ist das so? Warum ist den Juden diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn? Auch heute Morgen kommen viele Menschen zu dem Entschluss, dass es ja völliger Unsinn ist, dass Jesus am Kreuz sterben musste. Warum musste er sterben? Haben wir uns einen Messias nicht ganz anders vorgestellt? Warum musste das sein? Ich möchte euch in zwei Zitate mitnehmen, in den Reigen, die sich in den Reigen dieser Fragen stellen. Jetzt habe ich die Fernbedienung da unten liegen lassen. Gott gab seinen Sohn zur Vergebung der Sünden als Opfer. Wie war es mit einem Male zu Ende mit dem Evangelium? Das Schuldopfer, und zwar in seiner widerlichsten, barbarischsten Form, das Opfer des Unschuldigen für die Sünden der Schuldigen. So beschreibt es Nietzsche. Und wenn man den ganzen Zusammenhang liest, dann merkt man, wie viel Antichristus dabei ist. Das zweite kommt von Amsel Grün, als ein bekannter Pater. Und er schreibt, in manchen Köpfen schwirrt immer noch die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Was ist das für ein Gott, der es nötig hat? Konnte Gott nicht ohne den Tod seines Sohnes auskommen? Um auf diese Frage eine wirkliche Antwort zu bekommen, müssen wir uns mit dem Wesen Gottes und mit seinem Ziel auseinandersetzen. Und dafür habe ich die Bibelstelle ausgesucht aus Römer 3, 21 bis 26. Es sind ein paar Verse. Und werde sie aus der NGÜ lesen, damit sie etwas verständlicher sind. Und ich würde bitten, dass wir zu dieser Schriftlesung aufstehen. Und ich werde dann noch beten. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Christus, an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt.
Und himmlischer Vater, wir danken dir, dass du gerecht bist. Dass du gerecht bist und Sünden nicht durchgehen lässt. Ich danke dir, dass du gerecht bist und uns freisprichst, dass du uns eine Erlösung geschenkt hast, dass wir heute daran denken dürfen, dass dein Sohn am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben ist. Für meine Schuld. Danke, Herr, für das kostbare Geschenk. Danke, dass du es uns schenkst, dass du uns so reich segnest und dass du uns so sehr liebst. Und so wollest du dein Wort jetzt segnen. Schenke, dass es unsere Herzen und unsere Sinne verändert, unser Leben verändert, unsere Sicht freier macht für dich. Wir preisen dich dafür. Amen. Gott ist gerecht. Gott ist so gerecht, dass es Sünde ist, ihn nicht wertzuschätzen. Das Ganze bezieht sich ja auf die Frage, warum musste Jesus am Kreuz eigentlich sterben? Warum wurde er geopfert? Warum hat Gott das überhaupt zugelassen? Ging es nicht anders? Musste Gott ihn dahergeben? Musste Gott so etwas tun? Hat er es nötig, so wie es in dem Zitat hieß? Und wenn er etwas nötig hat, ist er dann überhaupt noch Gott? Liebe Gemeinde, hier in Römer 3 sehen wir ein ganz klares Bild. Wir haben gelesen in Vers 23, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und das ist das Grundproblem. Das ist das Grundproblem der Menschen. Alle haben gesündigt. Wir stellen uns die Frage, hat Gott es nötig? War es denn so einfach? Was war eigentlich das Grundproblem? Das Grundproblem des Menschen an allen Zeiten und allen Orten ist, dass wir sündigen, dass wir Gott nicht den notwendigen Dank bringen. Wir haben alle gesündigt. Und um dieses Grundproblem zu erfassen, müssen wir uns einfach den Kontext mal etwas genauer anschauen. Dann lesen wir in Römer Kapitel 1, nur zwei Kapitel davor, im Vers 21, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank brachten, sondern ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen. Paulus macht deutlich, sie kannten Gott. Wie kannten sie denn Gott? Wir werden es gleich sehen. Sie kannten Gott. Gott hat es ihnen ins Herz gelegt, dass eine Existenz Gottes da ist. Im Vers 20, und ich breche das jetzt mal ein bisschen runter, um das nicht zu lesen, da wird uns beschrieben, dass wenn sie in die Schöpfung gegangen sind, wenn sie in die Natur gegangen sind, dann haben sie Gott gesehen. Niemand konnte Gott leugnen. Alle wussten, Gott ist da. Er hat es dem Menschen ins Herzen gelegt, dass er weiß, dass es einen Gott gibt. In jeder Blüte, in jeder Frucht, in jedem Stern, den wir anschauen. Und nicht zuletzt in der Faszination des menschlichen Körpers, wo wir heute medizinisch viel, viel kennen und viel Aufschluss haben, wie etwas funktioniert und wie alles zusammenhängt und alles zusammen reagiert und so weiter und so fort. All das war für sie ersichtlich. Und doch haben sie Gott nicht die Ehre gegeben. Und das haben sie einfach geleugnet, dass es Gott gibt. Und anstatt Gott zu verherrlichen und ihm Dank zu bringen für diese großartigen Dinge, die er geschaffen hat und wie wunderbar er ist, haben sie immer wieder nur Argumente gesucht, wie sie ihn leugneten. Wie sie
ihn kaputt redeten, wie sie etwas darstellten, als gäbe es keinen Gott. Und das ist nicht erst seit Darwin. Hier lesen wir es schon im Römerbrief, als der Römerbrief geschrieben wurde, da waren die Menschen schon genauso. Genauso mit solchen Reaktionen, mit solchen Ausflüchten und so weiter, haben sie damals schon gekämpft. Und es hat sich bis heute nicht geändert. Wir erkennen Gott, ja, aber wir erkennen seine Herrlichkeit nicht an. Wir tun alles, alles, wirklich alles, um es zu vertuschen, zu verdrehen, um der Lüge mehr zu glauben als der Wahrheit, so steht es dort. Und wir vertauschen alles und beten Geschöpfe an und nicht den Schöpfer. Und soll ich euch mal was ganz Ehrliches sagen? Gott sieht unsere Schuld. Und wir werden einmal vor diesem Thron stehen. Wir werden einmal vor diesem höchsten Gericht stehen. Und es wird kein Entfliehen geben. Kein Entfliehen in irgendein höheres Gericht, das uns freisprechen kann. Nein, es wird auch dort kein Advokat oder Rechtsanwalt geben, es sei denn, es ist Jesus Christus, auf den wir uns verlassen haben. Wir werden dort stehen und wir werden schuldig sein. Und Paulus hat wasserdicht argumentiert. Sie kannten Gott und sie haben sich ihm widersetzt. Nein, sie wollten ihn nicht verehren. Und es handelt sich nicht um ein kleines Vergehen. Da geht es nicht um irgendeine Kleinigkeit. Nein, es geht darum, dass wir Gott einfach nicht anerkennen wollen. Und Gott wird bei dieser Sünde kein Auge zudrücken vor dem Gericht. Und wisst ihr was? Wir werden es nicht für ungerecht finden. Es wird uns klar sein, dass das wahr ist. Es wird uns klar sein, dass wir wieder besseres Wissen die Faust in die Höhe gerissen haben und gesagt haben, nein, wir brauchen keinen Gott. Ich will mein Leben selbst gestalten. Ich will selbst über mich bestimmen. Ich brauche keinen über mir. Ich brauche keinen, der mir sagt, wie ich zu leben habe. Ich brauche niemanden, der mir Vorschriften macht. Und wir haben uns entschieden, der Lüge mehr zu glauben als der Wahrheit. Und wisst ihr was? Dort wird niemand eine Entschuldigung haben. Eine Entschuldigung wird es dort nicht geben. Auch nicht, dass jemand schuldunfähig wäre. Das wird es dort auch nicht geben. Wir stehen vor dem höchsten Gericht und wir rebellieren gegen Gott. Und vielleicht ist das jetzt so ein bisschen allgemein gesprochen, aber erfahren wir das nicht genauso in unserem Leben? Erfahren wir das nicht auch selbst so? Dass wir unser Leben so gestalten wollen, wie es uns passt. Wie wir es gerne hätten. Wir wollen keinen über uns haben, der uns diktiert, tu dies, tu das, tu jenes. Ich weiß nicht, ob du das so empfindest, wenn Gott dir Aufgaben gibt. Aber wir selbst halten auch oft wenig von einem Plan Gottes in unserem Leben. Wir wollen alle selbst bestimmen. Und das äußert sich in unserem Egoismus. Mein Haus, mein Boot, mein Auto und so weiter. Und vielleicht in einer anderen Reihenfolge. Aber es ist alles für mich, mein Leben. Ich will mein Leben so leben, wie ich es will. Ich liebe mein Leben und ich lebe es so, wie es mir passt. Und genau das bezeichnet Paulus hier als Sünde in dem Römerbrief, Kapitel 1. Und das ist das Grundproblem aller Menschen. Wir geben Gott nicht die Ehre. Wir akzeptieren ihn nicht für all das, was er geschaffen hat, für all das, was er uns gibt, für all das, was wir sehen und seine Gegenwart sehen und ihn nicht akzeptieren. Wir machen einfach Gottes Welt
zu unserer Welt. Und genau das passiert im Garten Eden. Genau, es ist doch das gleiche Prinzip, es ist das gleiche System. Adam und Eva haben damals nur die Frage gestellt bekommen, sollte Gott gesagt haben, es war doch nur eine Frage. Und manchmal hat man so das Gefühl, sie sind da drauf reingefallen. Aber nein, es war ihre eigene Entscheidung, ihre persönliche Entscheidung, sich für ihren Weg zu entscheiden und Gott nicht zu gehorchen. Und wir stellen das in unserem Leben auch oft fest. Sünde heißt, wir verehrlichen nicht Gott, sondern uns. Wir nehmen uns in den Vordergrund. Lieben die Dinge dieser Welt mehr als Gott. Und das ist eine Majestätsbeleidigung. Wisst ihr, je höher die Würde, desto größer ist die Beleidigung, wenn wir jemanden nicht würdigen. Und Gott steht an allerhöchster Stelle. Es gibt keine höhere Instanz in dieser Welt als Gott. Und wir bringen ihm die Ehre nicht. Es ist eine Majestätsbeleidigung. Wir leben manchmal so, als gäbe es Gott nicht. Und das ist das Problem. Wir sehen zwar seine Herrlichkeit, wir wissen, dass er da ist, wir nehmen das wahr, es ist tief in unserem Herzen, aber wir tun alles, um bloß nicht diesen Weg mit ihm zu gehen. Und Paulus, er zeigt uns die Folgen auf. Er sagt, das entzürnt Gott. Der Zorn Gottes wird sich offenbaren über alle Ungerechtigkeit, über alle Gottlosigkeit. Und vor allen Dingen hat es eins zerstört. Und das ist die Gemeinschaft des Menschen mit Gott. Auf dieser Basis gibt es die Gemeinschaft nicht. Es hat ein gravierendes zerstört. Zweitens, Gott ist so gerecht, dass er selbst seinen Sohn am Kreuz verbluten lässt. Und hier kommen wir zu dem Thema. Und ich habe mich von diesem Zitat inspirieren lassen und bin auch erst dadurch auf diese Bibelstelle gekommen. Hat Gott es nötig? Ist er überhaupt Gott, wenn er es zulässt, dass für unsere Vergehen, für das, was wir eben gehört haben, dass wir Gott nicht akzeptieren, dass wir in unserem Leben nicht haben wollen, dass wir eigene Wege gehen wollen, dass wir selbst besser wissen, was für uns richtig ist, dass er dafür seinen Sohn gibt, ist das gerecht, ist das richtig? Jesus selbst bittet seinen Vater in Gethsemane, dort in dem Garten, auf dem Boden liegend, in Tränen, ist es möglich, dass dieser Kelch irgendwie an mir vorübergeht? Ist es möglich? Nein, es gab keinen anderen Weg. Es gab keinen anderen Weg. Und ich denke, das war Jesus auch sehr klar. Nur in seiner Situation, wo er auch Mensch war, ist das klar, dass er darum bittet. Aber die Sache, die dahinter steckt, ist viel tiefer, als dass er auf Anhieb sichtbar ist. Es reicht nicht. Es reicht nicht einfach, nur den Kontext anzuschauen an dieser Stelle, sondern wir müssen viel, viel früher anfangen. Und Willi hat es gestern schon gemacht. Er ist gestern schon in 1. Mose angefangen. Und da möchte ich jetzt auch hin. Wenn wir hinschauen und sehen, wie Gott die Welt erschaffen hat, dass er jeden Tag etwas Neues geschaffen hat und am Ende den Menschen, und er sagt, es ist alles so super. Es ist alles sehr gut. Und ich glaube,
Und ich weiß, dass wir uns das mit unserem eingeschränkten menschlichen Verstand nicht vorstellen können. Wir können es uns nicht vorstellen, was das bedeutet hat, dass Gott das gesagt hat. In all dem Perfektionismus, den er geschaffen hat. Das, was für uns heute, selbst in der heutigen Zeit, noch so viele Rätsel aufgibt, dass wir selbst gar nicht wissen, wie was funktioniert und wie was aufgeht. Wir wissen vieles nur oberflächlich. Das hat damals Gott geschaffen in aller Einzelheit, in aller Feinheit. Und er hat gewusst, was er gemacht hat. Und er hat gesagt, das ist sehr gut. Wir können uns das mit unserem menschlichen Verstand, mit unserer eingeschränkten Denkweise überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Und schon gar nicht, weil wir ein Teil der gefallenen Schöpfung sind. Was noch dazu kommt, ist, dass wir die gefallene Schöpfung sehen. Wir sehen hier viele Dinge in unserer Welt, die uns nicht gefallen. Wir sehen eine Welt voller Leid, Krankheit, Tod, Hass, Krieg und vieles, vieles mehr, was überhaupt nicht gut ist. Das sehen wir alles. So ist die Welt, so hat sie sich verändert. Ruiniert. Eine ruinierte Schöpfung. Und doch ist noch vieles so toll, dass wir Gott darin erkennen können. Aber das Wichtigste, was verloren gegangen ist in dem ganzen System der Schöpfung, ist die Gemeinschaft des Menschen mit Gott. Die war nicht mehr möglich. Die war einfach nicht mehr möglich. Und wie konnte Gott nun diese Situation wiederherstellen? Da bedarf es mehr als nur Sündenvergebung. Ja, Gott hat den Israeliten damals in der Wüste die Möglichkeit gegeben, Opfer zu bringen. Und dass ein Tier sterben musste und dass ein Tier Blut vergießen musste und dass dadurch Sünden vergeben wurden. Aber es war alles nur oberflächlich. Gott war zwar mitten unter ihnen durch eine Wolkensäule, durch eine Feuersäule. In der Stiftshütte, haben wir gestern gehört, war er mitten unter ihnen. Er hat zu Mose geredet und zu den Propheten geredet, aber die einzelnen Menschen hatten keine Möglichkeit, sie hatten keinen Zugang zu Gott und ihrem himmlischen Vater, zu dem Schöpfer. Sündenvergebung alleine reicht nicht. Da bleiben Verletzungen. Wir kennen das aus dem Umgang miteinander. Wenn wir uns aneinander reiben und uns einander verletzen, uns böse Worte zusagen oder sogar handgreiflich werden oder sonst irgendwie, es bleiben Verletzungen. Und auch wenn wir uns versöhnen, was ja gut ist, und wieder Frieden herstellen und manchmal auch sagen, es ist vergeben und vergessen, so ist es doch nicht so wie früher. Es reicht also nicht, eine Sündenvergebung reicht nicht, um diesen paradiesischen Zustand, den es gegeben hat damals bei Adam und Eva, zwischen Adam und Eva und Gott, wiederherzustellen. Es reicht auch nicht ein Freispruch. Ein Freispruch können wir beim Gericht bekommen. Dort kann ein Richter, auch wenn er vielleicht uns nicht ganz durchschaut oder die Dinge nicht ganz durchschaut, jemand freisprechen, obwohl er doch Schuld hat und Schuld auf sich geladen hat. Er kann einen Freispruch auch erteilen, in dem vielleicht die Schuld zu gering ist und man lässt es einfach unter den Teppich fallen. Ein Freispruch kann es auch an vielen anderen Stellen geben. Ich kann für etwas bezahlen und dafür einen Freispruch bekommen, ich kann dann wieder los. Ich kann meine Schuld im Gefängnis absitzen und bin nachher wieder frei und bin trotzdem vorbestraft. Ein Freispruch reicht also auch nicht. Was für einen Weg kann es denn geben, um diese Verbindung zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen? Was kann es für eine Möglichkeit geben, uns aus dieser Sklaverei der Sünde zu befreien?
Eine Möglichkeit wäre vielleicht, dass Gott sich neue Menschen schafft. Dass er uns vertilgt mit unserer Sünde und dass er sich neue Menschen schafft. Aber wisst ihr, da ist ein großer Denkfehler drin. Dann nämlich wäre Gottes Schöpfung nicht perfekt. Aber weil sie perfekt ist, geht es nicht. Das funktioniert nicht. Es wäre die Schöpfung nicht perfekt, wenn er sich einfach neue Menschen schaffen würde. Es gab nur den einen Weg. Es gab wirklich nur den einen Weg. Diesen seinen unschuldigen Sohn, diesen sündlosen Mensch und Gott ans Kreuz nageln zu lassen und verbluten zu lassen. Mit den widerlichsten Umgehensweisen der Menschen von damals. Wer eine andere Möglichkeit sieht, der weiß mehr wie Gott. Und jetzt kommt's. Ja, Gott hatte es nötig. Er hat es nötig geachtet, für uns zu tun. Er hat seine Schöpfe so wert geachtet, dass er es nötig geachtet hat, seinen Sohn ans Kreuz zu geben. Er hat sich selbst so erniedrigt. Und hier haben wir den springenden Punkt. Vers 21 haben wir gelesen. Doch jetzt hat Gott, der unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen hat. Und dann Vers 25, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist Sühne geschehen und durch Glaube kommt sie uns, dir und mir zugute. Auf dieser Basis gibt es Gerechtigkeit. Aber es war nur ein Weg möglich. Und Gott, der gerecht ist, spricht uns jetzt gerecht. Er gerechtfertigt uns. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet so viel, als hätten wir nie gesündigt. Als hätten wir noch nie Kontakt mit der Sünde gehabt. Das ist wie bei Adam und Eva vor dem Sündenfall. In diesen Zustand versetzt er uns. Das ist Rechtfertigung. Er rechtfertigt uns. Und wisst ihr was? Wir dürfen dadurch ewiges Leben schon heute haben. Nach dem Sündenfall wurde das Leben der Menschen begrenzt. Im zeitlichen Raum. Das ist bei uns Christen, die wir uns auf Jesus einlassen, nicht so. Das sagt uns die Bibel. Wir dürfen heute schon in Gottes Reich aktiv sein. Heute baut Gott sein Reich und wir dürfen dabei sein. Wir dürfen dabei sein und wir werden ihn in Ewigkeit sehen. Was für eine Perspektive. Gott ist gerecht und er will, dass du gerecht bist und er spricht dich gerecht. Und das geht so weit, dass er in Römer 8 beschreibt uns das Paulus so, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen, aber Vater. Und eine nähere Nähe kann es nicht geben. Das schenkt Gott uns durch den Tod seines Sohnes. Und die Frage ist an dich und an mich, wie gehen wir damit um? Wie wichtig ist uns das eigentlich? Ist uns das wichtig? Ist uns das bewusst, was da eigentlich passiert? Ist uns unser Status so bewusst? Stellt euch mal vor, wir wären heute im Paradies mit Jesus. Und ich glaube, wir hätten viele Fragen und würden die Gemeinschaft sehr gerne mit ihm genießen. Und bei uns ist es oft so, dass wir uns auf den Gottesdienst beschränken. Und wenn wir rausgehen, dann ist es wieder weg. Was für ein Ansporn müsste das in uns auswirken,
dieser Zustand, dass Gott wirklich, dass wir wirklich Gemeinschaft mit ihm haben können. Wie viel es bedeutet, mit ihm zu reden, ihn anzubeten, ihm den Lob und den Preis zu bringen. Wie viel es bedeutet, dass er auf Kleinigkeiten in unserem Leben einsteigt. Wir haben es gestern in den Zeugnissen gehört. Ist uns das bewusst, was das bedeutet, dass er uns gerecht gesprochen hat? Und drittens, Gott ist gerecht und er will dich beschenken. Er will dich beschenken. Gott ist so gerecht, dass er dich und mich mit dieser Rechtsprechung beschenken möchte. Und in dem Vers 24 lesen wir, und dass sie, das heißt wir heute, für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung von Jesus Christus. Es ist ein freies Geschenk. Und den Römer, wenn wir dann nochmal zurückreflektieren und uns den Römerbrief anschauen und am Anfang im ersten Kapitel, dort beschreibt Paulus, und das haben wir uns schon angesehen, dass die Menschen zwar Gott kennen, ihn aber nicht respektieren, ihn nicht haben wollen. Im Kapitel 2 lesen wir, dass die Juden auch nicht dazugehören, dass sie auch nicht so leben. Sie wissen zwar viel mehr über Gott und sehen die Schöpfung und alles auch und haben das Gesetz bekommen und sie wollen andere belehren, tun es aber selbst nicht. Und im dritten Kapitel bis zum Vers 20, dort wird klar gemacht, dass alle, die komplette Menschheit, Schuld hat. Und wäre da der Römerbrief zu Ende, dann wäre es wirklich eine traurige Sache. Es wäre eine ziemlich düstere Situation, wenn Römer 3 mit Vers 20 zu Ende wäre. Dann gäbe es keine Hoffnung in dieser Welt. Dann gäbe es nur noch Verdammnis. Dann wäre nur noch Verdammnis unsere Perspektive. Wir würden mit unserer Schuld sterben. Es gäbe keinen Frieden, keinen Sieg über Sünde. Es gäbe keine gute Nachricht und keine Vergebung und auch keine Gnade. Aber Römer 3 endet nicht mit Vers 20. Es geht weiter. Und eben da heißt es, dass Rechtfertigung ein teures Geschenk ist. Ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung von Jesus Christus. Umsonst gerechtfertigt. Durch Gnade. Wir hätten das Gegenteil verdient. Rechtfertigung geschieht allein durch Gnade. Es ist umsonst für uns. Es ist seine Entscheidung. Gott hat es nicht nötig, uns hinterherzulaufen. Aber es ist seine Entscheidung, uns zu retten. Das Gegenteil hätten wir verdient. Und deswegen ist es ein Geschenk. Und es ist ein Unterschied zur Religion. In der Religion geht es immer nur um Leistung. Es geht immer nur darum, dass irgendwas geleistet werden muss. Dass irgendwie etwas erarbeitet werden muss, dass wir uns bei den Göttern irgendwie Vorteile erarbeiten müssen, sie günstig stimmen und so weiter und so fort. Im Kern des Evangeliums ist aber nicht mehr Leistung. Im Kern des Evangeliums ist das Geschenk. Das Geschenk, das du heute bekommen kannst, umsonst. Das Geschenk ist nicht billig. Wenn wir einmal darüber nachdenken, wann wir das letzte Geschenk bekommen haben, wir haben ein Geschenk bekommen. Und das war toll. Wir haben uns darüber gefreut. Aber ein anderer hat dafür bezahlt. Ein anderer hat dafür bezahlt. Er hat dafür gearbeitet, er hat dafür Geld ausgegeben. Ein anderer hat dafür bezahlt. So ist es. Und wenn wir uns diesen Vers anschauen, dann heißt es da Erlösung. Und das hat auch etwas Kaufmännisches.
Auslösen hat auch etwas mit Auslösen zu tun. Das heißt mit Zurückkaufen, mit Erwerben, Auslösen, Rauslösen. Und wisst ihr was? Gott hat durch seinen Sohn uns freigekauft. Er hat uns, unseren Schmutz, unsere Sünde, all das uns abgekauft. Er hat es auch noch abgekauft, damit wir rein vor ihm sind. Was für ein Geschenk. In ihm haben wir Erlösung. Durch sein Blut sind wir gerechtfertigt. Ein teures Geschenk. Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik. Und er hat laut dem Grundgesetz, Paragraph 60, das Recht, Menschen zu begnadigen. Er kann Menschen begnadigen. Und bei den Gnadengesuchen oder diejenigen, die Gnadengesuche stellen, geht es meistens nicht um irgendwelche Kleinverbrecher. Da geht es nicht um irgendwelche kleinen Verbrechen, die da irgendwo stattfinden. Da geht es um ganz andere Sachen. Da geht es um Unterstützer von terroristischen Vereinigungen, Spione, Landesverräter, Kriegsverbrecher, Soldaten, Beamten. Rechtliche Fälle werden dort begnadigt und Bundespolizei und verschiedenes anderes. Dort geht es schon um Beschuldigungen, die recht hoch sind und wo ein Gericht sie dafür verurteilt hat. Und das hat die Situation gegeben, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Bundespräsident es war, aber er hat sich mit einem Terroristen getroffen, der ein Gnadengesuch gestellt hat und hat mit ihm die Sache durchgesprochen. Es wurde dann zwar nachher abgelehnt, aber er hat sich mit ihm getroffen, um ihn anzuhören. Der Bundespräsident kann quasi dank seinem Majestätsrecht Menschen begnadigen. Und das ist schon etwas ganz Geniales. Er darf Menschen begnadigen. Und ihm kostet das nichts. Er schenkt jemandem die Freiheit und für den Beschenkten ist es sehr viel wert. Aber ihm selbst kostet es nichts. So ganz anders ist das bei Gott. Gott begnadigt uns, aber er gibt dafür alles. Wirklich alles. Er rechtfertigt uns Sünder. Er macht uns ein Geschenk, das unglaublich hoch ist. Das größte Geschenk, was es überhaupt gibt. Und es kostet ihm aber auch alles. Seinen Sohn am Kreuz. Und übrigens gilt nicht Gnade vor Recht, wie wir es oft hören oder eine Redewendung haben. Bei Gott gilt Gnade vor Recht. In Vers 25 lesen wir, ihn hat Gott vor den Augen der Welt zum Sühnopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Nein, Recht gibt es da keins. Es gibt Gnade, ja, aber dafür wurde etwas geleistet. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es so einen Goldrausch in Kalifornien. Und einige Menschen haben sich dorthin auf den Weg gemacht und sind dahin gefahren und haben gearbeitet. Haben Gold geschürft und haben damit viel Geld gemacht. Und so ging es einem Engländer, der sich auf den Weg macht und dort in Kalifornien sehr viel Geld verdient. Und als er meint, genug zu haben, dann will er nach Hause fahren. Und als er so auf dem Weg ist und in New Orleans durch die Stadt geht, dann trifft er auf einen Sklavenmarkt. Und als er da so drüber schlendert und sich das alles anschaut, das ganze Tumult, alles, was da so geschieht, die Menschen, die auf Podesten stehen, dann fällt ihm eine wunderschöne
schwarze Frau auf, die dort auf dem Podest steht. Und als er so etwas näher kommt, stehen da zwei Männer vor dem Podest. Und sie unterhalten sich darüber, was sie wohl tun mit dieser Frau tun würden, wenn sie sie kaufen. Und jetzt ruft der Aktionator auf und die Gebote werden gegeben. Und diese beiden Männer bieten auch. Und als er das sieht, dieser Engländer, dann hebt er von hinten die Hand und bietet das Doppelte. Er bietet das Doppelte. Der Aktionator war sehr verwirrt und er sagt, warum jetzt plötzlich so ein Sprung? Hat noch niemand gemacht hier. Das hat noch niemand für einen Sklaven bezahlt. Habe ich das richtig gehört? Ist das das Doppelte? Ja, das ist das Doppelte. Gut, und er bekommt den Zuschlag und er geht zwischen diesen Männern nach vorne und will dieser Frau vom Podest helfen. Und sie spuckt ihn an. Sie spuckt ihm direkt ins Gesicht. Er wischt die Spucke ab, geht etwas zur Seite und dann geht er in das Kontor, wo die Aktionsgebühr bezahlt werden musste. Und er bezahlt, setzt sich dort an den Schreibtisch und schreibt eine Freilassungsurkunde. Und als er dann zurückkommt und der Frau diesen Schein in die Hände drückt, so spuckt sie ihn wieder an. Und sie nimmt gar nicht wahr, was dort eigentlich passiert. Der tritt etwas zur Seite. Und als die Frau dann reagiert und sieht, was sie da eigentlich in der Hand hält, dann sagt sie, Herr, stimmt es, dass Sie für mich das Doppelte bezahlt haben und mir jetzt diese Freilassungsurkunde geben? Der Engländer sagt ganz ruhig, ja, so ist es. Dann sagt diese Frau zu ihm, Herr, darf ich ein Leben lang bei Ihnen als Sklaven dienen, als Sklavin dienen? Liebe Gemeinde, das ist Evangelium. Das ist es. Gott hat für uns bezahlt. Jesus hat für dich und für mich bezahlt. Aber nicht das Doppelte, sondern alles. Er hat alles gegeben. Nicht das Doppelte. Er ist so großartig. Umsonst schenkt er uns Vergebung der Schuld. Umsonst rechtfertigt er uns und macht uns zu seinen Kindern. Wir dürfen Anteil haben an seinem Reich heute schon und das ewig. Wie genial. Und das ist großartig. In Johannes 15, Vers 25, in einem ganz anderen Kontext und in einer anderen Situation, sagt Jesus, sie hassen mich ohne Grund. Und das im Hintergrund dasselbe Wort, umsonst. Sie hassen mich umsonst. Nein, wir haben Gott keinen Grund gegeben, uns recht zu sprechen. Wir haben ihm tausend und tausende Gründe gegeben, uns zu verdammen. Aber er bietet uns Rechtsprechung an. Er bietet dir und mir das an, was wir uns nie erarbeiten könnten. Dass wir nie etwas dafür tun könnten. Wir würden das nie erreichen. Es ist ein Geschenk, ein kostenloses Geschenk an dich und an mich. Und wir als diejenigen, die diese Gnade angenommen haben, die dürfen sagen, Jesus Christus ist für mich gestorben. Er hat das für mich getan. Ich darf jetzt ein Kind Gottes sein. Er ist gerecht und er wirkt die Gerechtigkeit in mir. Und Jesus Christus schafft diese Gerechtigkeit. Und sie wirkt das, dass Gott auf der gleichen Stelle gnädig sein kann, gerecht. Und zugleich seinen Zorn abwälzen kann. Er kann das zugleich sein. Und die, die ihn noch nicht angenommen haben, und vielleicht stehst du heute hier und oder sitzt hier oder schaust uns zu und weißt ganz genau,
ich bedarf diese Gotteskindschaft. Ich bedarf diese Gerechtigkeit. Mein Leben läuft vor die Wand, weil ich Jesus Christus nicht annehme. Jesus Christus, Gott verspricht uns dieses Geschenk in Jesus Christus, ja, aber er schränkt das auch an. Er sagt, denen, die Jesus annehmen, die sich auf Jesus einlassen, denen gebe ich das. Denen, die das wertschätzen. Und ich bitte dich heute an Christi Stadt, lass dich versöhnen mit Gott. Heute, schieb es nicht weiter. Wenn du ein Gespräch möchtest, ich werde nachher im Büro sein. Wir können miteinander beten. Wir können die Dinge vor Gott bringen. Ich will für dich beten. Ich will auch für dich beten, wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast mit deiner Rechtfertigung. Und wo dir der Teufel so vieles vorhält und dir in deiner Nachfolge sagt, schau mal, da hast du gefehlt und da und da und da. Wie kannst du gerechtfertigt sein? Wie bist du ein Kind Gottes? Du bist der größte Sünder überhaupt. Aber nein, wenn du dich auf Jesus verlässt, dann spricht Gott dich gerecht. Und dafür will ich auch für dich beten, wenn du ein Problem hast, komm ins Büro und wir beten miteinander. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen, sie fordern kluge Argumente. Wir aber verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Amen.